Um als Rentner in die Schweiz auszuwandern, muss man nicht reich sein. Heute einige Fragen rund ums Thema Auswandern im Ruhestand. Die erste Frage, und die mich auch häufig erreicht, ist: Muss Vermögen vorhanden sein? Und die klare Antwort darauf ist: Nein, grundsätzlich muss kein Vermögen vorhanden sein. Wenn man genügend hohe Einnahmen hat, zum Beispiel aus der Rente, um den Lebensunterhalt in der Schweiz bestreiten zu können, dann braucht man kein Vermögen. Wenn das aber nicht so sein sollte, wenn man jetzt nur eine kleine Rente hat, oder sagen wir mal im Verhältnis zu den Schweizer Lebenshaltungskosten eine kleine Rente hat, dann kann man trotzdem noch das Vermögen angeben und dann kann man auch die Berechtigung erhalten, sich in der Schweiz anzusiedeln. Genauere Informationen bekommt ihr bei den kantonalen Migrationsämtern, die geben da Auskunft. Es gibt, wenn ihr jetzt im Internet surft und ein bisschen euch da mal schlau macht auf den Seiten, da werdet ihr schnell zu dieser Erklärung kommen, dass genügend finanzielle Mittel für das Leben in der Schweiz vorhanden sein müssen. Eben, die drücken sich da ein bisschen schwammig aus, juristisch halt. Genauere Infos kriegt ihr aber dann direkt dort, da könnt ihr dann anrufen oder eine E-Mail schreiben und die helfen euch dann gut und gerne weiter. Die zweite Frage: Wie läuft es mit der Krankenversicherung in der Schweiz für Rentner? Wenn man gesetzlich versichert ist in Deutschland, dann wird es einfach so sein, man zieht dann in die Schweiz und man wird dann hier einer Schweizer Krankenkasse beitreten, ganz normal. Die dürfen einen auch nicht ablehnen. Das ist auch immer so ein Mythos, der so rumkursiert. Ist aber nicht so. Die Zusatzversicherung, die es gibt, sagen wir mal Chefarztbehandlung oder man will ein Privatzimmer für das Spital absichern, da ist es so, die Zusatzversicherung können einen ablehnen. Das ist so. Das ist auch bei jüngeren Menschen der Fall. Aber die Grundversicherung eben nicht. Und mit der Grundversicherung ist man trotzdem gut abgedeckt. Nur mal das so by the way hier ganz kurz. Ein ganz wichtiger Punkt noch für Privatversicherte, wer jetzt aus Deutschland ist und privatversichert ist dort und schon älter ist, sagen wir mal so ab Mitte 50, da gibt es die Möglichkeit, auch weiterhin bei der deutschen privaten Krankenversicherung versichert zu sein und dann hier in die Schweiz zu ziehen und die halt weiterhin zu behalten. Das macht auch oft Sinn, weil die Leistungen sind sehr gut. Da ist der Zahnarzt mit abgedeckt und ja, eben ihr wisst, viele, viele Benefits. Und diese Möglichkeit gibt es. Ja, es gibt da ein Gerichtsurteil zu, hier aus dem Kanton Zürich. Und ja, das ist halt ein wichtiger Punkt, gerade auch im Hinblick darauf, dass man vielleicht dann irgendwann wieder zurückgehen möchte, wenn es dann doch nicht die richtige Entscheidung war, dass man dann nicht irgendwie in die Bredouille kommt. Das nur mal kurz am Rande. Also diese Möglichkeit besteht für ältere Menschen. Die nächste Frage: Kann man sein deutsches Bankkonto behalten? Wenn ja, welche Auswirkungen hat das? In der Regel hat das keine negativen Auswirkungen. Ich habe mein Bankkonto auch behalten, beziehungsweise ich bin dann auch mal gewechselt. Ich habe dann das Konto, was ich bei einer großen, also eben bei der Sparkasse, ich kann es ja sagen, das, was ich bei der Sparkasse hatte in Deutschland, das habe ich dann gekündigt, als ich dann hier in der Schweiz war, nach, ich weiß nicht, ein, 2 Jahren vielleicht, oder vielleicht waren es auch 3 Jahre, spielt da keine Rolle. Und dann habe ich ein Konto bei der DKB eröffnet, was auch kein Problem war. Eben die Banken sind da eigentlich sehr, die haben da nichts dagegen in der Regel, wenn man den Wohnsitz in die Schweiz verlegt. Wichtig ist halt, dass man dann aber mitteilt der Bank, dass man den Wohnsitz in die Schweiz verlegt hat. Das ist natürlich logisch, ja. Und wo es aber Probleme geben könnte, wäre es dann beim Wertpapierdepot. Da gibt es auch keine einheitliche Aussage, die ich da treffen kann. Also das, was ich so, ich kann nur berichten von meinen Erfahrungen, das, was ich so aus der Community höre. Und da ist es so, dass sogar innerhalb von einer gewissen Bank, also von gewissen Banken, dass die auch nicht einheitliche Regelungen haben. Zum Beispiel von der ING DiBa habe ich schon gehört, dass manche einfach das Depot haben weiterlaufen lassen. Und bei anderen oder von anderen habe ich gehört, dass das Depot dann aufgelöst werden musste. Und ich kann mir vorstellen, dass es das auch damit zusammenhängt, wie groß das Depot ist, wie viel Geld die damit verdienen und so. Auf jeden Fall grundsätzlich ist es möglich, auch weiterhin das deutsche Wertpapierdepot, Entschuldigung, zu behalten. Es ist aber auch möglich, aus der Schweiz heraus in Deutschland wieder etwas Neues zu eröffnen. Das würde ich dann vorab klären mit der Bank an eurer Stelle. Und dann kann man ja rechtzeitig darauf reagieren, kann einen Depotübertrag machen. Das ist ja auch kein Problem mehr. Oder man geht dann halt zu einer Schweizer Bank und macht dann dort sein Depot auf. Das ist natürlich auch möglich, ja. Genau, aber grundsätzlich ist es kein Problem. Das Bankkonto bleibt in der Regel dann bestehen und es hat keine negativen Auswirkungen. Die nächste Frage: Wird die deutsche Rente in der Schweiz besteuert? Das ist grundsätzlich richtig, ja. Die deutsche Rente wird nur in der Schweiz besteuert. In der Regel ist das so, aber wie immer gibt es auch Ausnahmen, auch hierbei. Und es gibt das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und der Schweiz und da sind auch diese Ausnahmen definiert, die ich jetzt hier aber nicht
Eben, das würde wahrscheinlich zu weit führen. Und eben, ich bin auch kein Steuerberater. Und da ist es mir ein Anliegen, euch den Tipp zu geben, sucht euch wirklich dann einen guten Steuerberater. Vielleicht in Deutschland an der Grenze, so vielleicht in der Nähe Konstanz, da war ich damals auch bei einem Steuerberater. Die kennen sich nämlich wirklich gut mit der Materie aus. Wenn ich zu einem Steuer, also ich war vorher bei einem Steuerberater in meiner Heimat, in Nordrhein-Westfalen, und der kannte sich halt damit nicht so gut aus. Die in Konstanz, aber eben für die ist das halt Tagesgeschäft und die sind da pfiffig und die kann man dann gut da um Rat fragen. Da geht es dann auch natürlich um so Sachen wie Vermögen, wenn man jetzt Firmenbeteiligung und so hat, da ist es dann auch immer so ein bisschen knifflig. In der Regel ist es aber so, sagen wir mal für den Otto-Normalbürger so, dass wenn der in die Schweiz zieht, nur in der Schweiz besteuert wird. Aber eben, es gibt Ausnahmen und die kann euch dann der Steuerberater nennen. Die nächste Frage: Wie finde ich eine Wohnung in der Schweiz? Grundsätzlich ist es eigentlich ähnlich wie in Deutschland. Ja, ist nichts groß anderes. Meistens sucht man sich online die Wohnung. Vor allem, wenn man jetzt eh aus Deutschland da auf der Suche sich begibt, dann ist es eben auch das Praktischste, weil eben, ja, ihr wisst, warum Zeitungen und so machen dann keinen großen Sinn. Aber eben, die Leute, die Wohnungen anbieten, die bieten sie auch in der Regel online dann an. Wichtig ist dabei, die Unterschiede zu kennen. Küche, Waschmaschine, manchmal sogar der Tumbler, also der Trockner, ist dabei, wird vom Vermieter gestellt. Wandbelege sind drin, Bodenbelege sind drin. Tapete zum Beispiel ist jetzt nicht üblich. Der Wandbelag ist dann wie hier. Vielleicht könnt ihr es erkennen, das ist so ein Strukturputz, so eine Art Rauputz. Ja. Ich finde es noch praktisch. Man braucht den nur alle paar Jahre mal streichen. Man muss keine Tapete dran machen. Ja, und der sieht eigentlich immer gut aus und ist sehr strapazierfähig und von daher ist das eine gute Sache. Der Boden ist dann auch drin, entweder halt Platten, also Fliesen oder Parkett in hochwertigen Wohnungen oder auch mal Laminat. Aber eben das ist alles schon drin und das wird alles vom Vermieter gestellt. Ja. Kaution, bei der Kaution ist es ähnlich wie in Deutschland, 2 bis 3 Monatsmieten sind üblich. Ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, sind 3 Monatsmieten das absolute Maximum, was der Vermieter verlangen darf. Und eben aber 2 bis 3 Monatsmieten, das ist so die Regel. Ja. Und dann noch ganz wichtig, die regionalen Unterschiede beachten. In der Schweiz sind die regionalen Unterschiede trotz der relativ kleinen Größe dieses Landes halt ziemlich groß, ja, wenn ich das so mit Deutschland vergleiche, mit meiner Heimat. Ja. Es kann schon mal sein, wenn man nur irgendwie eine halbe Stunde weiterfährt mit dem Auto, dass da die vergleichbare Wohnung nur die Hälfte kostet. Ja, das ist halt ein so ein Punkt. Einmal die Kosten, die man hat, die Kosten für die Miete, die Kosten für Dienstleistungen, für, sagen wir mal, Restaurantbesuche, für den Friseur oder eben für alle möglichen Sachen des täglichen Lebens so. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Einkommenssteuern sind auch abhängig vom Wohnort. Und da ist es am Anfang so, wenn man in die Schweiz kommt, wenn man dann quellensteuerpflichtig ist, und in der Regel sind die meisten Einwanderer quellensteuerpflichtig die ersten 5 Jahre, dann ist es so, dass innerhalb des Kantons immer der gleiche Steuersatz gilt. Also wenn man dann jetzt, sagen wir mal, man hat jetzt 80.000 Franken an Einkommen, dann spielt es keine Rolle, ob man in Zürich in der Stadt lebt oder an der Grenze zum Kanton Schaffhausen irgendwo in einem kleinen Gemeinde, so Eglisau oder so, der Satz ist dann immer der gleiche. Wenn man dann aber ordentlich besteuert wird, also ordentlich veranlagt wird, das heißt eine Steuererklärung macht, wie die Schweizer oder wie die Ausländer mit Ausweis C, dann ist es so, dass sogar die Einkommensteuern von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sind. Ja, und das kann auch viel ausmachen. Ich habe jetzt mal geguckt, was so der, ich habe jetzt einen Beitrag erstellt über dieses Thema. Könnt ihr übrigens auf meinem Blog dann nachlesen, auswanderlux.ch, da habt ihr alles nochmal in schriftlicher Form und auch komprimiert. Da könnt ihr nochmal, wenn ihr mal, euch mal genauer informieren wollt, könnt ihr da gerne nochmal reinschauen und habe es auch schön mit Kategorien da dargestellt. Jedenfalls ist es so, dass man, wenn man jetzt schaut, die steuerteuerste Gemeinde im Kanton Zürich und die steuergünstigste, dann sind es, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2.000 Franken Unterschied bei der Einkommensteuer pro Jahr bei einem Einkommen von 78.000 Franken. Das war eine Person, die halt 35 Jahre alt ist, keine Kinder hat, ledig ist. So. 2.000 Franken, das war dann irgendwie in der teuersten Gemeinde wären es 8.000 Franken an Einkommensteuer jedes Jahr und in der günstigsten irgendwie 6.000 irgendwas. Nur das sollte auch mit beachtet werden. Und dann ist es natürlich so, wenn man jetzt ein höheres Einkommen hat, wenn man, sagen wir mal, ein überdurchschnittliches Einkommen hat, dann kann es gut sein, dass es mehr Sinn macht aus finanzieller Sicht, in eine steuergünstige Gemeinde zu ziehen, auch wenn da die Mieten etwas höher sind. Ja. Und andersherum, wenn man vielleicht niedrigeres Einkommen hat,
kann es durchaus Sinn machen, dass man eher in eine Gemeinde geht, die steuerteuer ist, ja, wo der Steuerfuß recht hoch ist, wo aber dafür dann die Mieten günstiger sind. Das ist halt oft der Fall. Das ist oft so. Wenn die Mieten günstig sind, sind die Steuern tendenziell höher und andersrum ist es dann auch so. Das nur so als Tipp noch für die Wohnungssuche. Aber eben ganz einfach online suchen oder ihr beauftragt einen Makler und dann läuft das eigentlich ohne Probleme. Die nächste Frage: Wie teile ich dem Vermieter ohne Arbeitsverhältnis meine Solvenz nach? Ja, ganz einfach, ihr belegt einfach euer Einkommen, eure Rente, sage ich mal, eure Mieteinnahmen oder eure Dividenden, die ihr habt oder andere Kapitaleinkünfte. In der Regel aber natürlich dann die Rente oder bleibt dann noch eine Privatrente oder eine Betriebsrente oder sowas. Das könnt ihr alles mit angeben. Das habt ihr schriftlich zu Hause, das könnt ihr dann dem Vermieter vorlegen, wenn er das will. Oder ihr weist dann noch euer Vermögen nach, ganz einfach durch Kontoauszüge oder Depotauszüge. Und dann ist der Vermieter zufrieden damit. Ja. Die letzte Frage: Kann ich die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten, auch als Rentner? Ja, als Rentner ist das auch möglich. In der Regel ist es so, dass man mindestens 10 Jahre in der Schweiz gelebt hat. Die Ausnahme oder eine der Ausnahmen ist, wenn man jetzt einen Schweizer oder eine Schweizerin heiratet und dann mit der, oh, ey, man lebt dann hier in der Schweiz, dann kann man frühestens nach 5 Jahren die Einbürgerung vollziehen. Aber in der Regel ist es so, nach 10 Jahren ist das möglich. Ja. Was mir noch wichtig ist dabei, wenn ihr hier in die Schweiz kommt und dann mindestens 5 Jahre hier seid, dann könnt ihr auch den Ausweis C erhalten. In der Regel erhält man den auch nach 5 Jahren, wenn man hier ist, den Ausweis C. Und da hat man praktisch, nicht absolut, aber praktisch die gleichen Rechte wie ein Schweizer. Ihr könnt zwar nicht wählen gehen und gewisse andere Sachen sind auch nicht gegeben, aber ihr habt praktisch die gleichen Rechte wie die ganz normalen Schweizer Bürger hier. Ja. Falls ihr jetzt auf Wohnungssuche gehen wollt, dann empfehle ich euch dieses Video hier. Könnt euch gerne anschauen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.